Wildbienen und ihre Bedeutung. Ich will Ihnen dazu ein paar Charts zeigen und möchte Sie mitnehmen in die fantastische Welt von Wildbienen. Mein Name ist Cornelis Hemmer und ich habe mir gedacht, am besten führe ich Sie ein in so eine Vortragsinhalte und würde ganz kurz durchgehen, was Sie erwarten wird. Ich möchte ganz kurz was sagen zu meiner Person, meiner Arbeit. Ich möchte was sagen zur Namensgebung der Wildbienen, zur Bedeutung der Wildbienen im Bereich der ökologischen und wirtschaftlichen Bedeutung, zur Vielfalt der Wildbienen, dann Ausführungen machen zu Merkmalen von Wildbienen, Nutzorte und Nistmaterialien, zur Gefährdung und Schutz der Wildbienen, was wir machen könnten als Menschen, quasi als Bürger und Bürgerinnen, ein paar Hinweise geben zu Weiteres zu Wildbienen, eine kurze Zusammenfassung und dann gerne Ihre Fragen aufgreifen, dass wir sie gemeinsam diskutieren können. Ich habe gedacht, dass etwa 75 Minuten hierfür der Zeitraum ist, den wir verwenden, den wir nutzen sollten. Ja, zu meiner Person. Ich bin Jahrgang 1963. Ich bin Diplomgeograf und habe eine Ausbildung gemacht als Landwirt. Zusammen mit meiner Frau gründete ich im Jahre 2010 in Berlin die Stiftung für Mensch und Umwelt. In diesem Rahmen haben wir das Netzwerk Deutschland summt. Wir tun was für Bienen aufgebaut. Im Netzwerk Deutschland summt sind Menschen in mehr als 30 Gemeinden, Städten, Landkreisen für den Schutz von Bienen, Käfern, Grashüpfern, Schmetterlingen und weiteren Insekten und ihrer Lebensräume aktiv. Die Akteurinnen stehen miteinander im Austausch, sie informieren, inspirieren und mobilisieren mit Erfolg. Bienen ist erst der Anfang. Tja, die Stiftung für Mensch und Umwelt ist eine Körperschaft, die gemeinnützig als gemeinnützig anerkannt ist. Wir haben in unseren Statuten drei Schwerpunkte, denen wir nachgehen. Und zwar ist das die nachhaltige Konsum oder nachhaltige Lebensstile, biologische Vielfalt, was wir gleich ausführen wollen, und die Vernetzung von Akteuren und Organisationen. Lassen Sie uns einsteigen in den ersten Punkt, Namensgebung Wildbienen. Wie kommt es zu dieser Bezeichnung, zu diesem Namen? Tja, um eine Abgrenzung zu Honigbienen, die als Nutztiere gehalten werden, treffen zu können, verwenden wir in der deutschen Sprache den Namen Wildbienen, um deutlich zu machen, dass sie wild leben. Wildbienen werden nicht wie Honigbienen gehalten, gezüchtet und domestiziert. In der Zoologie werden Wildbienen gelegentlich auch Blumenwespen oder Blumenbienen bezeichnet. Ein häufig gleichbedeutender Begriff ist Einsiedlerbienen oder Solitärbienen bzw. solitäre Bienen. Zu Wildbienen gehören verwandtschaftlich alle Bienenarten der Überfamilie Apoidea mit Ausnahme der Honigbienen. Ja, die Bedeutung von Wildbienen ist der nächste Punkt. Und hier möchte ich beginnen mit der ökologischen Bedeutung. Ja, warum sind Bienen als Bestäuber in sich Insekten wichtig? Der Name verrät es schon, sie sind wichtige Bestäuberinsekten. Sie gehören auch zu der Gruppe der Bestäuberinsekten. Ja, wie ist das mit der Bestäubung nochmal? Wie war das? Warum ist Bestäubung so wichtig? Ich habe hier so ein schematisches Bild von Wikipedia genommen, die eine schematische Darstellung eines Querschnittes einer Blüte zeigt. Wir sehen, erkennen dort einst Blütenboden, Kelchblätter, Kronblätter, Staubblätter und Pollensäcke. Punkt 4, das ist eigentlich das, was die Bienen so gerne ansteuern, um den Pollen zu sammeln. Der Nektarbereich befindet sich im Bereich des Blütenbodens, im unteren Bereich. Und dann ist ab 5 noch der Stempel mit der verdickten Narbe dargestellt. Ganz wichtig, denn im besten Falle wird ein Pollen auf diese Narbe abgelegt. Das nächste Bild zeigt das sehr schön. Wir erkennen hier, auch so zeichnerisch dargestellt, auf der linken Seite die Selbstbestäubung, was ja nicht selten passiert bei Pflanzen. Wenn Selbstbestäubung stattfindet, dann treffen wir manchmal so ganz kleine, schrumpelige Erdbeeren an bei Erdbeeren. Aber mit der Fremdbestäubung durch
Insekten wird also der Pollen auf die Narbe transportiert und bei gleichen Arten, bei Besuch von Insekten der gleichen Art, kann dann hier eine Befruchtung stattfinden. Also Bestäubung geht vor Befruchtung und mit der Befruchtung dann die Ausbildung von Früchten. Ich will einen ganz kleinen Mini-Exkurs geben zu ökologischer Bedeutung im Bereich oder zu dem Themenbereich Erhaltung der biologischen Vielfalt. Was ist das nochmal? Wir haben drei Themenbereiche. Das ist insofern wichtig, weil wir mit den Bienen, die Gruppe der Apoidea, eine Gruppe der Bestäubinsekten hervorfinden, die immens wichtig sind, die Schlüsselfunktion innehaben. Sie sind auch zuständig für die Erhaltung der Vielfalt der Arten. Wie hier so ein Blick über so eine Blumenwiese mit Margeriten und Klatschmohn vielleicht. Sie sind auch wichtig für die biologische Vielfalt, ist auch wichtig für die Erhaltung der genetischen Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. Ich habe ein Bild gefunden, was ein Strandbild zeigt mit Muscheln, Muschelschalen. Und wir erkennen hier die Herzmuschel. Ist immer die gleiche Art, aber zeigt doch, dass sie farblich unterschiedlich sind und dass diese Farbvarianzen natürlich alle zu einer Art gehören, aber doch genetisch leicht verschieden sind. Wir kennen das aber auch bei Schnörkelschnecken und bei anderen Arten. Und als dritter Punkt ist die Vielfalt der Lebensräume. Ganz wichtig, hier ein Blick ins Biesetal, wo wir unterschiedliche Lebensräume sehen, Feuchtgebiete, dann sumpfig-moorige Bereiche, rechts und links der Biese und dann Wälder, Bruchwälder, Auenwälder vielleicht bei Fließgewässern und dann Buchenwälder bei uns in Mitteleuropa. Wildbienen gehören also zu den Schlüsselwesen der biologischen Vielfalt. Ohne Bestäuberinsekten, ohne Wildbienen, kein Erhalt von biologischer Vielfalt. Wir haben hier einen Blick auf die bei uns heimischen, in Deutschland heimischen Ordnungen, Insektenordnungen. Rote Säulen zeigen die vier wichtigen Ordnungen, die zahlenmäßig doch sehr artenreich sind. Wir sehen hier Arten bis zu 9000 unterschiedliche Arten in dem Bereich, in der Ordnung der Hautflügler. Zweiflügler ist auch sehr groß. Käfer ist auch eine sehr artenreiche und dann die Schmetterlinge. Zu Schmetterlingen gehören die Tagfalter und Nachtfalter. Deshalb können wir hier 3.500 Schmetterlinge verzeichnen. Und die anderen 8 Ordnungen, die dargestellt sind und weitere Ordnungen vielmehr, insgesamt 33 Ordnungen in Deutschland, zeigen, dass sie kleinere Bestände haben an Arten. Aber die wichtigen 4 Gruppen sind die dargestellten. Insgesamt in Deutschland haben wir 33.305 Insektenarten aus 33 Ordnungen. 86 davon finden sich in den 4 megadiversen Gruppen in Rot dargestellt. Ja, Hautflügler, dazu gehören die Wildbienen, dazu gehören die Ameisen und die Wespen, also eine große artenreiche Gruppe. Ohne Bestäubung, ohne Wildbienen würde ein dramatischer Rückgang auch der Lebensmittelproduktion stattfinden und das ist der Übergang zu der wirtschaftlichen Bedeutung. Fehlen Bestäuber, würden wir sowohl beim Obst als auch beim Gemüse, auch bei Nüssen, immense Einbrüche erleiden, was die Fülle der Früchte angeht. Beim Obst hätten wir einen Einbruch von etwa ein Viertel, bei Gemüse etwa ein Fünftel und bei den Nüssen auch nochmal ein Fünftel an Mengenverhältnissen. 4 von 5 würden also nicht erscheinen, in Erscheinung treten, keine Frucht ausbilden. Und es ist klar, dass natürlich bei fehlenden Bestäuberinsekten, bei fehlenden Bienen, bei fehlenden Honigbienen das 100% Honig verloren geht. Das ist mal ein Bild, was uns im Blick wirft auf einen Marktstand. Vielleicht gehen Sie Samstag selbst auf den Markt und wundern sich, dass es immer so schön gedeckt ist. Wenn Bestäuberinsekten fehlen würden, wenn Bienen fernblieben der Bestäubung, dann würde am Ende der Markt dann so aussehen wie auf dem rechten Bild. Es würden nur noch Knollenfrüchte
existieren können, aber alles, was bestäubt werden muss, das fehlt am Ende. Ist doch immens, was uns verloren geht. Deshalb zeigt das doch hier, wie bedeutsam auch Bestäuberinsekten sind. Das können wir auch messen, in monetär messen, in Euro. Der Wert der Bestäubung von Insekten liegt etwa bei 4 Milliarden Euro pro Jahr und bei 153 Milliarden pro Jahr weltweit. Das ist also mehr als Google, Apple und Amazon gemeinsam als Gewinne ausweisen pro Jahr. Also eine riesige Menge an Geld. Durchschnittlich wirtschaftlicher Nutzen von Wild- und Honigbienen bei Nutzpflanzen lässt sich auch pro Hektar und Jahr darstellen. Und da erkennen Sie, dass die Wildbienen aus der Studie von David Klein und anderen vor 5 Jahren, 2015, ausgewiesen hat, dass $3,251 pro Hektar und Jahr bei Wildbienen erwirtschaftet wird und etwa 1/6 weniger bei Honigbienen. Ich möchte im nächsten Punkt auf die Vielfalt der Wildbienen eingehen. Sie fragen sich, Wildbienen, ist das eine Art, sind das viele Arten? Ja, es sind viele Arten, 585 in Deutschland nachgewiesene Arten. 31 Arten sind davon vermutlich ausgestorben. Vermutlich erst deshalb, weil immer mal wieder verschollene Arten wiederentdeckt werden. Und die kleine Mohnmauerbiene auf der rechten Seite ist eine Vertreterin dieser sehr seltenen und in fast ausgestorbenen Arten. An 3 Punkten in Deutschland ist sie noch in kleinen Populationen anzutreffen. 425 nestbauende Bienenarten haben wir in Deutschland. Und davon sind 138, also 32%, Pollenspezialisten. Sind also auf bestimmte Pflanzengattungen, Pflanzenarten angewiesen. Das meint der Begriff oligolektisch. Sie sammeln also an wenigen Arten. Und fehlen die Arten, fehlen dann auch die Bienen. Denn die sind spezialisiert. Von den 585 Bienenarten sind 266 Arten, die opportunistisch agieren, die also polylektisch sind und an vielen Arten ihre Pollen und Nektar aufnehmen. Pollenaufnahme ist ja eine Form, die wir bei den Weibchen feststellen, weil sie mit den Pollen eine Versorgung der Nachkommen sicherstellen. Sie bauen kleine Vorratskammern und verproviantieren quasi damit das Ei und die Larven. 128 Arten parasitieren an anderen Insektenarten. Also Kuckucksbienen gibt es auch bei Wildbienen. Und wir haben auf der rechten Seite die Felsenkuckuckshummel, Bombus rupestris, die also an Steinhummeln parasitiert. Die ganz ähnlich aussehen und das macht sie schlauerweise deshalb so. Sie sieht ähnlich aus wie das Wirtstier und legt und nistet quasi selbst gar nicht mehr, sondern legt das Ei bei dem Wirtstier ins Nest. Wildbienen benötigen Pollen für ihr Nachkommen und Nektar als Flugbenzin. Und immer wenn wir pollensammelnde Wildbienen sehen, dann wissen wir zu allergrößter Wahrscheinlichkeit, dass es hier sich um weibliche Tiere handelt. Die Futterversorgung wird oft über bestimmte Blütenpflanzen in ausreichender Menge benötigt, also diese Frage der Konkurrenz auch zu Honigbienen möchte ich nachher noch mal auftun, aber wir behalten das im Hinterkopf. Ja, die Vielfalt der Bienen macht sich auch an diesem schematischen Bild in den Umzeichnungen, in den Umrissen klar. Eine mit 28 mm, 25 mm dargestellte schwarze Holzbiene und eine 5 mm kleine Schmalbiene. Zum Vergleich rechts ein Eurostück. Also die schwarze Holzbiene, die blau-schwarze Holzbiene ist etwas größer als ein Eurostück. Diese Spannbreite in der Körpergröße verzeichnen wir. Das ist aber nicht alles und auf die Dinge, die so besonders sind, komme ich gleich. Die Merkmale von Wildbienen sind auch besonders. Und zwar, wir finden an den Körpern meistens starke Behaarung vor. Starke Behaarung an Beinen auch und das sei hier mit den Pfeilen, roten Pfeilen dargestellt. Antennen sind gekniet
und 12 Glieder bei den Weibchen, 13 Glieder bei den Männchen. Nach dem ersten Fühlerglied kommt ein Glied, ein Fühlerglied, was also in der Lage ist, abzuknicken. Das wird auch gekniet bezeichnet. Die Mundteile sind zu einem Rüssel umgestaltet, dessen drei Abschnitte eingezogen werden können. Das können wir nur andeutungsweise auf dem Bild erkennen. Aber hier deutlich wird doch, dass diese kleine Mauerbiene versucht ist, in dieser Composite schön an den Nektar nach unten zu kommen, um dort den leckeren, süßen Saft aufzusaugen. Die hinteren Basitarsus, also das Beinglied, ist nicht zylindrisch angeordnet, sondern abgeflacht und breiter als die folgenden Tarsenglieder. Das ist ein gutes Merkmal für Wildbienen. Abbildung von Pollentransportapparaten an den Beinen und am Mittelbau, Mittelkörper, am Brustbereich, am Metasoma sind typisch für Wildbienen. Und bei der Gruppe der Kuckucksbienen, also der parasitierenden Wildbienen, fehlen diese Apparate. Deshalb sind hier Pfeile dargestellt. Ja, Beine sind nackig, das Abdomen ist auch schwach behaart. Also hier finden sich keine Pollentransportsysteme. Der Blick in die, nennen wir es mal, Nistbereiche, in den Nistbereich von Wildbienen zeigt eine hierbei dargestellt sechsfolgige Darstellung. Larven werden in Nestern also abgelegt, deren Brutzellen mit Pollen und Nektar, bei einigen wenigen Arten auch Blumenöle, verproviantiert werden. Ich fange mal links oben an. In dem ersten Bild sehen wir ganz links in so einem ocker-gelbfarbenen Kuchen Pollen und Nektar gemischt. Darauf liegt das Ei, das in dem zweiten Bild als Larve zu erkennen ist. 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage später. Das variiert von Art zu Art, denn es ist ja auch klar, dass 585 Bienenarten 585 immer unterschiedliche Eigelege haben. Das dritte Bild zeigt dann schon der sich bildende Kokon, das eigene Spinnen und das Einwickeln darin. Der vierte Punkt zeigt den fertigen Kokon. Das schwarze sind übrigens Kotkrümelchen, die wir erkennen. Und im fünften Bild ist dann schon das fast fertige, die Puppe zu erkennen im geöffneten Zustand. Also die Organe oder die Körperteile sind schon zu erkennen. Rechts die Augen, die schwarzen Augen. Und im sechsten Bild sehen wir dann das Imago im Kokon liegen. Eine Biene, die schon Fell hat oder Haare hat, die schon Flügel hat und die jetzt nur noch wartet, auf den rechten Zeitpunkt auszufliegen im Frühjahr. Dieses Bild zeigt ja die Fülle der für Berlin-Brandenburg nachgewiesenen Bienenarten, mal dargestellt in einer gewissen Taxonomie. Wir können ja die Klasse definieren als Insekten, Insekta auch genannt. Ordnung sind dann die Hautflügler, die Unterordnung sind die Taillenwespen, die Teilordnung sind Stechimmen und die Überfamilie sind die Apoidea. Sie erinnern sich, die wir aufteilen können in die Bienen- und Grabwespen, nochmal differenzieren. Apiformis, das interessiert uns und wir haben hier Kurzzungenbienen und Langzungenbienen. Das ist unterstrichen, das können Sie daran erkennen. Diese beiden Gruppen können wir nochmal aufteilen in die Familien. Und da erkennen wir bei den Kurzzungenbienen 4 Familien, die Seidenbienen, Sandbienen, Furchenbienen und Sägehornbienen mit ihren Gattungen. Und bei den Langzungenbienen haben wir die beiden Familien, die Blattschneiderbienen und die echten Bienen, zu denen auch die Apis mellifera mellifera gehört. Pollen und Pollentransport ist also entscheidend. Die Pollenernte, der Pollentransport, das Gewinnen von Pollen findet in unterschiedlicher Art und Weise statt. Und in dieser Darstellung sehen wir hier rechts 2 Erdhummeln, die bekannt sind für die sogenannte Vibrationsbestäubung. Das kennen wir bei Tomaten, Auberginen insbesondere. Ich hatte leider kein Bild von Tomaten, wo sie dran sitzen und dann dran schütteln.
Die Vibration findet also durch ein aktives Schütteln, ein Vibrieren der Bienenflügelvibration statt, sodass dann der Pollen ausfällt und eingesammelt werden kann. Die Pollenaufnahme kann aber auch mit den Mundwerkzeugen stattfinden. Hier sehen wir die beiden Mandibeln sehr schön. Der Pollentransport kann auch mit Kopf, Beinen und Körperhaaren stattfinden oder Hinterbeinen. Das kennen wir bei der Honigbiene auch sehr schön, das Pollenhöschen. Der Pollentransport kann aber auch im Kopf stattfinden. Er wird gewürgt und im Vormagen gespeichert und dann ausgewürgt bei der Vorproviantierung. Und hier so eine ganz kleine Maskenbiene mal dargestellt, die typisch ist dafür. Der Pollentransport kann auch mit dem Hinterteil der Sammelbürste, Bauchbürste stattfinden. Hier an einer Mauerbiene mal dargestellt. Da sehen wir sehr schön, wie sie den Pollen quasi so nach hinten befördert. An eine Bauchbürste. Ja, Unterscheidung lässt sich auch treffen an sogenannten Trocken- und Feuchtsammlern. Hier ist eine durch den Regen benäste Hummel, Steinhummel, die aber sehr schön Pollenhöschen zeigt. Und diese Pollenhöschen zeigt dieses Gemisch als Feuchtsammlerin zwischen Pollen und Nektar. Trockensammlerinnen nutzen also keinen Nektar zum Transport des Pollens. Der nächste Punkt soll Nistorte der Wildbienen aufzeigen. In der Abfolge haben wir jetzt also etwas zu den Merkmalen gehört und kommen jetzt über den Pollentransport zu den Nistorten. Wildbienen haben keinen Imker. Sie müssen also selbst sich einen Nistort suchen. Und das tun sie zwei Formen. Einmal überirdisch oder oberirdisch. Das machen 25% der 585 Arten. Und 75% nisten unterirdisch. Also endogäisch heißt das. Und wir gucken nochmal auf den oberirdischen Bereich. Das ist nämlich markige Stängel, die da genutzt werden von der Stängelmauerbiene. Die heißt sogar schon so, dass sie in Stängel geht, Pflanzenstängel, in Brombeerstängel. Oder sie selbst genagte Gänge in Tod- und Morschholzelementen suchen. Oder wie die Schneckenhaus-Mauerbiene auf der rechten Seite in Schneckenhäuser sogar, in leeren Schneckenhäuser. Da muss die Schnecke nicht vertrieben werden, nein, sie sucht also leere Schneckenhäuser dafür aus. Und bei den endogäischen Arten kennen wir die, sind das häufig Linienzweig- und Haufenbauten, die also unterirdisch sind, bis zu 3 Meter tief bei ausländischen Arten, bei, ich glaube, australischen Arten sind das sogar, die so tief graben. Unsere einheimischen Wildbienen können bis zu 1 Meter tief ihre Gänge graben und legen dann diese verzweigten Bauten an. Das sind häufig fingerdicke kleine Löcher, die tief in die Erdreich reingehen. Und bei der Hummel, der Erdhummel, wieder auf der rechten Seite, nutzen sie Mauselöcher oder gehen auch unter Laub und Moos. Neben den Nistorten gibt es auch Nistmaterial. Das ist also eine Besonderheit nochmal, dass Wildbienen Nistmaterial aktiv suchen, um das als Verschluss oder als Tapete in den Bau zu verbauen. Und wir kennen dort Baumaterial für Brutzellen als Laubblattstückchen. Wir kennen das als Blütenblätter, wie hier bei der Wohnmauerbiene nochmal dargestellt. Wir kennen das als Pflanzenmörtel, zerkleinerte Blattstückchen auch. Oder wie bei der Osmia cornuta, der Gehörntenmauerbiene, auch als Sand-Lehm-Transport. Bei der Wollbiene auf der rechten Seite, die Antidium-Art, sind es Pflanzenhaare, die sie aktiv abschabt, wie bei der Wollbiene auf der rechten Seite, die so ein kleines Wollknäuel bündelt und mit in den Hohlraum transportiert, um da den Hohlgang auszubauen und das Nest weicher zu gestalten. Wir kennen auch abgenagte Holzfasern als Möglichkeit, das Nistloch zu verbauen, zu verschließen. Wir kennen auch Baum- und Pflanzenhaare, wie bei der Harzbiene auf der rechten Seite, die so kleine amphorenartige Objekte baut aus Pflanzenharze. Und
auffällt, ist, dass der Aktionsradius der Wildbienen mit maximal 400 Meter, vielleicht auch mal 500, 600 Meter, deutlich geringer ist als der Aktionsradius von Honigbienen, der 5, 6, 7 Kilometer weit reichen kann. Also wir sehen allein schon, auch eine Diskussion vielleicht für Sie von Interesse, wenn wir Trittsteine bauen wollen in der freien Landschaft oder in Stadtbiotopen, dann ist es immens wichtig, dass die Biotope nicht weiter als wenige hundert Meter voneinander entfernt sind, weil es sonst nicht möglich ist, dass die eine Art das nächste Biotop ausweichen kann oder sich expandieren kann. Ich möchte, weil Sie einen kleinen Eindruck haben von Bienen, Ihnen aus der Gruppe der Langzungenbienen und Kurzzungenbienen ein paar vorstellen. Und wir haben hier mit den Pelzbienen eine sehr spannende Familie, die zu den Apidae gehört, oder Gattung, die zu den Apidae gehört, und 12 Arten bekannt sind in Deutschland. Alle Arten besitzen Pollenkörbchen an den Hinterbeinen und sind eigentlich vergleichbar so mit den Honigbienen oder Hummeln auch. Sie nisten in selbstgegrabenen Hohlräumen unter der Erde, manche auch in Totholz, und als Langrüssler sind sie spektakulär fast. Charakteristisch ist auch bei dieser Art, dass Kopfschild der Männchen, das gelb und weiß, sich darstellt, die gebänderte Pelzbiene. Die Sandbienen, das ist eine artenreiche Gruppe von etwa 116 Arten in Deutschland. Also Sandbiene ist nicht Sandbiene. Sie ist äußerst vielgestaltig, 5 bis 16 mm groß, und charakteristisch ist die Hüftglocke der Weibchen. Das ist so bei der Bestimmung der Tiere oder Binikular ganz gut nutzbar. Aber auch schon im Felde kann ich das erkennen. Die Seidenbienen sind in Deutschland mit 15 Arten vertreten. Sie nisten in der Erde der selbstgegrabenen Hohlräume. Die Zellwände der Brutzellen werden mit seidiger Schicht überzogen. Das gibt auch den Namen der Seidenbienen, die seidige Schicht. Das wird vermutlich getan, um hier die Stabilität sicherzustellen der Hohlräume, aber auch vermutlich auch der als antibakterielle Zutat, das so ein bisschen geschützter ist. Besonders spät fliegende Art ist die Efeu-Seidenbiene, die jetzt jüngst in Berlin auch nachgewiesen worden ist, sich zunehmend nach Norden verbreitet. Die Maskenbienen gehören auch zu den kleineren Arten. Die können oft 2 Generationen im Jahr bilden. Nachnutzer alter Fraßgänge oder Pflanzenstängel. Sie bevorzugen oft Doldengewächse, sind also oligonektisch, auf Korbblütler- und Rosenblattgewächse spezialisiert, haben einen kurzen Rüssel. Klar, so eine kleine Biene hat auch einen kleinen Rüssel. Und die Pollenernte mit dem Mundwerkzeug funktioniert so, dass der Pollen transportiert wird im Kopf. Die Holzbiene, die größte Art, die schwarz-blaue oder blau-schwarze Holzbiene. Es gibt 3 Holznistenarten in Deutschland, die bekannt sind. Sie gehört dazu. Mit ihren kräftigen Mundwerkzeugen kann sie also selbst grabend in Totholz, in Morschholz aktiv sein. Sie ist von März bis Oktober zu beobachten, bei uns in den Gärten zum Beispiel sehr schön. Und sie gilt als wärmeliebende Art. Sie ist also Profiteurin, wenn Sie so wollen, vom Klimawandel und ist jetzt vor 5 Jahren auch in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Also breitet sich vom Süden aus nach Norden und nach Osten. Die Hosenbienen gehören auch zu den spannenden Gattungen, denn die heißen nicht umsonst Hosenbienen. Charakteristisch sind diese Endfransen der Schienenbürste. Sie sind sandbewohnende Arten, brauchen also offene Bodenstellen, nisten gelegentlich in Kolonien mit mehr als 200 Nestern und sind auf Korbblütler spezialisiert, zum Beispiel Disteln und Wegwarten, Löwenzahn, Bitterkraut und Flockenblumen. Hummeln gehören immer wieder zu den
Wildbienen. Es gibt insgesamt 41 Hummelarten. 9 davon sind parasitisch, lebend. Sie bilden häufig Staaten, also die echten Hummeln bilden Staaten, 50 bis 600 Individuen stark. Leben, ja, ähnlich wie Honigbienen in einem Verbund von Arbeiterinnen, Königinnen und Drohnen. In über 100 Obst- und Gemüsesorten sind sie unmittelbar bei der Bestäubung, von der Bestäubung abhängig, sind also Vibrationsbestäuber. Und die Königin ist übrigens die einzige, die überwintert. Der Hofstaat stirbt ab. Und somit muss die Königin auch im Herbst begattet werden, damit sie den Samen entsprechend mit ins nächste Jahr trägt, um dann eine neue Kolonie aufzubauen. Schmalbienen, wie die Schmalbiele im linken unteren Bild, ist gut zu erkennen an der Mittelfurche, am 5. Rückensegment. Die Furchenbienen sind eine der größten, eine der häufigsten Bienenarten der Welt, mit 3.500 Bienenarten auf allen Kontinenten, mit Ausnahme des Südpols. Teilweise sind die Flugzeiten sehr lang, von April bis Oktober. Die weißbinden Schmalbiene zum Beispiel gehört dazu, einen langen Aktionsradius hat, also über viele Monate leben kann. Sie sind Nahrungsgeneralisten, also nicht spezialisiert. Und die kleinste ist Lasioglossum minutissimum mit 3 mm groß, also wirklich ein kleiner Vertreter unter den Bienenarten. Furchenbienen haben hier diese markante Furche. Sie sind eusozial lebend, also 2 bis 4 oder 12 Tiere leben in einem System von Königinnen, Arbeiterinnen und Drohnen. Hier sind also kleine soziale Systeme. Teilweise sehr lange Flugzeiten von April bis September, wie bei der rotbeinigen Furchenbiene. Und sie sind Nahrungsgeneralisten. Klar, wenn ich über mehrere Monate lebe, kann ich nicht nur auf die im April blühende Kokos aus sein. Das muss ich dann diversifizieren. Die Blattschneiderbienen sind auch spektakulär. Sie schneiden Blattstückchen, transportieren die ans Nest, verbauen das also prima. 32 Arten sind in Deutschland vertreten, benötigen Blattstückchen zum Nestbau, gehören zu den Bauchsammlerinnen. Das zeigt das rechte und linke Bild sehr schön. Mit der rostroten Bauchbürste der bunten Blattschneiderbiene der linken Seite oder der weiß gepuderten kleinen Blattschneiderbiene auf der rechten Seite. Nisten im Sand, morschem Holz, unter Steinen, Mauerfugen oder in hohlen Pflanzenstängeln. Die Löcherbienen. Die Löcherbienen sind Nachnutzung von Käferfraßgängen. Sie reinigen die Nistgänge. Also es gibt eine Mehrfachnutzung. Zum Beispiel bei uns am Wildbienen-Nisthilfe. Nistbienenhotel kann ich das sehr schön beobachten. Sie sind spezialisiert auf Kopfblütler, Aland, Hundskamelen, Wiesenschafgarbe reinfahren und sind Bauchsammlerinnen. Kleines Bild, der Finger zeigt es sehr schön, wie die kleine Löcherbiene da auf dem Finger sitzt. Meistens ist auch dieser gekrümmte Hinterleib der Männchen gut zu erkennen. Das zeigt das Bild auch sehr schön. Die Wollbienen, hatte ich vorhin im Bild schon gezeigt, benötigen Pflanzenhaare zum Nestbau. Die Weibchen sind etwas kleiner als die Männchen, bevorzugen Zieste, Salbei und Herzgespann. Und die Männchen zeigen ein klassisches Revierverhalten. Sie boxen und stoßen ihre anderen Eindringlinge, andere Männchen der Wollbienenarten oder andere Wildbienenarten heraus aus diesem kleinen Territorium. Die Dornen helfen ihnen dabei, sind also wehrhaft. Und selbst als Gärtner muss man sich vorsehen vor diesen gefährlichen Bienen. Also mit 10 mm, 12 mm groß braucht man keine Angst zu haben. Die Langhornbienen zeigen diese schönen langen Fühler, die teilweise Körperlänge einnehmen können und nisten im Erdreich. Einfache Hohlräume ohne Zellwände, das ist eigentlich typisch für Langhornbienen. Und wir zeigen hier im Bild die Mai-Langhornbiene auf dem Gras sitzen rechts. Weil die Mai-Langhornbiene ist ja die Wildbiene des Jahres 2021. Und markant ist auch der gelbe Kopfschild, ähnlich wie bei den Pelzbienen, bei der Juni-Langhornbiene im linken Bild. Sehr schöne Bienen. Und das nächste Bild zeigt Ihnen sehr schön, wie hier mal eine Langhornbiene eine Hummelorchis anfliegt, weil sie
durch Geruch und vermeintliches Aussehen hofft, glaubt, das ist eine weibliche Biene, die es gilt jetzt zu begatten. Das fliegt sie an, das Tier fliegt also diese Blüte an, versucht zu kopulieren, landet darauf und wird also automatisch durch die Antheren, die Pollen von der Pflanze betupft und Pollen bleibt auf dem Rückenschild liegen. Die Narbe stülpt manchmal noch über und somit kann die Hummel-Orchis sicher gehen, dass sie hier befruchtet oder bestäubt und dann später befruchtet wird. Schöne Anpassung. Noch wenige Worte zu Kuckucksbienen. Da sind die Kegelbienen und die Blutbienen bekannt. Ich will mit den Kegelbienen beginnen. 11 Arten in Deutschland sind vertreten, fliegen im Frühsommer und Hochsommer. Kuckucksbienen, wir erinnern uns, haben ja kein eigenes Brutverhalten, Nistverhalten, sondern die legen ihre Eier zu anderen Arten dazu und sie parasitieren wie diese Kegelbienen an den Blattschneiderbienen, an den Mauerbienen. Und sie sind nicht wählerisch bei der Nektarversorgung, denn sie brauchen ja Flugbenzin, um agieren zu können. Auch sie, wie hier die Sandrasenkegelbienen, ist bedornt am Hinterleib der Männchen. Ganz spannend. Blutbienen, da sind 25 Arten bekannt. Die weiblichen Blutbienen erscheinen im Frühjahr, etwas eher als die Männchen. Sie parasitieren überwiegend bei Schmal- und Furchenbienen, aber auch bei Seiden- und Sandbienen, haben kurze Rüssel und Blutbienenlarven nutzen das Futter ihrer Wirte. Das ist ja diese Idee, wenn ich als Ei in ein schon vorhandenes Nest hineingelegt werde, dann muss ich mich ranhalten quasi und muss schnell schlüpfen, damit ich den Pollenproviant auffressen kann und damit Startvorteile gegenüber dem Wirt habe. Im Bild mal unten die gewöhnliche Zwergblutbiene dargestellt. Wespenbienen dürfen wir nicht vergessen. 64 Arten, das ist eine ziemlich große Gruppe. Die Verwechslungsgefahr ist natürlich klar mit Falten- und Grabwespen gegeben, weil sie auch so schön schwarz-gelb gezeichnet sind. Die meisten Arten fliegen im Frühjahr und sie parasitieren gerne an Sandbienen oder Schmalbienen. Zu Hummeln gehören auch Kuckucksbienen, so muss ich sagen. In Deutschland sind 9 bekannt. Lassen ihre Nachkommen von den Arbeiterhummeln des Wirtsvolkes ausbrüten und aufziehen. Häufig haben sie gleiches äußeres Erscheinungsbild wie der Wirt, werden also von den Arbeiterinnen nicht erkannt, nehmen auch Gerüche an, ist auch interessant. Das Volk der Kuckucksbienen besteht nur aus Drohnen und Königinnen. Dieses Bild soll eine Schlafgemeinschaft zeigen, hier mal von Luzerner Sägehornbienen. Also Männchen tun sich zusammen. Welche Absichten dahinter stehen, sind noch unerforscht. Aber ich vermute mal, hier lässt sich ganz gut kuscheln, hier lässt sich gut die Nacht verbringen. Vielleicht ist es ein Vorteil gegenüber Feinden, die so ein Ballen von Sägehornbienen nicht als einzelne Biene erkennen. Vielleicht hat es auch andere Gründe. Aber es ist ein tolles Verhalten, was wir hier bei dieser Art unter anderem gut erkennen können. Jetzt habe ich Ihnen was zur Pollenaufnahme, zur Frage des Nistbaus, des Nistangebotes und des Nistmaterials gesagt. Dieses Bild soll Ihnen darstellen, dass Bienen natürlich nicht alle zur gleichen Zeit leben, dass sie also über das Jahr, über das Pflanzenjahr verteilt sind, teilweise im späten Februar bei warmen Monaten, Warmregionen im März spätestens schon starten können und bis in den Oktober hinein vorkommen. Und die Abbildung zeigt hier Bienenarten mit durchgezogenen Balken, da kennen Sie sehr schön, dass Hummeln natürlich über viele Monate leben, aber dann schon Mauerbienen in der Mitte, die nur wenige Wochen leben, 40 Tage, 30 bis 40 Tage, manchmal 2 Generationen bilden und das über das ganze Jahr, sodass wir also in einem Kalenderjahr von März bis Oktober Wildbienen antreffen können, immer wieder unterschiedliche Arten. Und das korrespondiert natürlich mit der Blütezeit der Pollen- und Nektarspender. Das untere Bild zeigt also die Pflanzenarten, wann sie blühen. Und so verwundert es nicht, dass natürlich im Rahmen der Evolution, im Laufe der Evolution der Erdgeschichte, hier eine hohe Anpassung stattfand zwischen der Blütenmorphologie, Stichwort dicke, dünne
behaarte, nicht behaarte Bienen, lange und kurze Mundwerkzeuge. Das führt zu einer Anpassung in gewisser Weise und die Evolution führte dazu, dass wir also auch eine hohe Spezialisierung ausgebildet haben. Ich deutete ja schon an, dass ein Drittel aller Bienenarten spezialisiert ist auf Pflanzen, auf bestimmte Pflanzen. Ich möchte im nächsten Punkt auf die Gefährdung und den Schutz der Bienenarten eingehen. Ganz allgemein lässt sich weltweit beklagen, dass alle Insektenarten zurückgehen. Und in diesem Aufsatz konnte es also nachgewiesen werden an diesen Artengruppen, an diesen Ordnungen gewisserweise, die Sie sehen, Kirchhofliegen, Schmetterlinge, Käfer, Heuschrecken, aber auch Bienen und Ameisen, die ja zu den Hauptflüglern gehören. 46% sind eingebrochen in den letzten Jahren. Hier ist ein Zeitraum von 25 Jahren dargestellt. Und das ist dramatisch. Wir kennen das aus der sogenannten Krefelder Studie von Sorge und Co., die 2015, erstmalig 2017 dann in bloß den Aufsatz brachten zum Rückgang der Abundanzen, der Häufigkeiten von Insektenarten, die zu 76% in den letzten 27 Jahren eingebrochen sind. Wildbienen sind in Gefahr. Die Gruppe der Wildbienen ist also in Teilen stark gefährdet. Rund die Hälfte aller Arten sind in ihrem Bestand bedroht. Ausgestorben zählen 7%, vom Aussterben bedroht 6%. Und Sie sehen, dass das sind sehr hohe Zahlen, stark gefährdet. Und gefährdet sind immerhin 15% und 14%. Das heißt, in der Summe dieser vier Gruppen haben wir also hier einen starken Rückgang, der besorgniserregend insofern ist, weil wenn wir die Blütenbestäuber verlieren, dann verlieren wir die angepassten, an der Bestäubung, Befruchtung angepassten Bienenarten für unsere Pflanzenarten. Und das führt natürlich auch einher, dass Pflanzen sich nicht ausbreiten können. Vermutlich ist aber hier der Weg umgekehrt, dass die Pflanzen erst vernichtet wurden oder litten darunter, ausgestorben sind und danach natürlich dann die Wildbienen. Ich möchte in dem vorletzten Punkt zum Bereich kommen, Schutz der Wildbienen. Also ein Stück weit auch das, was wir tun können. Und ich möchte Ihnen zwei Charts zeigen, die in Pflanzenfamilien darstellen, die helfen, viele Bienenarten zu schützen. Also wenn wir als Gärtnerin oder als Balkonfan unterwegs sind, dann können wir hier aktiv dazu beitragen, dass Blütenbestäuber viel Futter kriegen. Und das sind hier ist dargestellt hier an den Pflanzenfamilien oder an den Arten vielmehr dargestellt. Ich habe hier, kann Ihnen das mal zeigen, hier in dieser ist die Kratzdistel dargestellt. Die zeigt sehr schön, dass immerhin 40 Arten an ihr Pollen suchen. Und rechts davon sehen wir die Wiesenflockenblume. Auch hier sind 40 Arten, die Pollen, die Art als Pollenquelle nutzen. 57 Arten nutzen immerhin gemeinen Hornklee. Den Löwenzahn 70 Arten. Das ist also eine große Anzahl von verschiedenen Bienenarten, die auf den Löwenzahn gehen. Und der Weißkleber mit 41 aufgesucht wird. 30 Arten gehen in die Skabiosenflockenblume. 24 Arten an die rundblättige Glockenblume. Der Natternkopf ist mit 37 Arten besucht, die Wegwarte mit 38 Arten und die Saalweise, die mit 34 Arten besucht wird, die schon sehr früh im Jahr anfängt zu blühen. Also ein ausgebrochener Frühblüher. Ich möchte den Blick auf ein mir besonders wichtiges Thema werfen, nämlich wie gehen wir eigentlich so um mit der Konkurrenz zwischen Honigbienen und Wildbienen? Also wir als Imker oder wir als Wildbienenfreund kommen häufig zusammen in der Diskussion, naja, was machen wir eigentlich in Gebieten, die als Wildbienengebiete ausgewiesen wurden, wo wir eine hohe Artenzahl nachweisen konnten. Und wenn dann da Honigbienen vorkommen, gefährdet das nicht die Wildbienen? Gibt es da nicht eine Nahrungskonkurrenz? Und diese Karte hier mal exemplarisch für Berlin in seinen Umrissen dargestellt, zeigt vier Kreise mit vier kleinen winzigen weißen Punkten in der Mitte. Die weißen Punkte sind die Flächen, die wir im Rahmen unserer Arbeit erfasst haben. Das sind wenige tausend Quadratmeter, deshalb sind die Punkte auch nicht viel größer. Um diese Punkte haben wir einen Radius geschlagen von 3 Kilometer
länger oder größer. Und das führt dazu, dass wenn ich, so wie das häufig diskutiert wird, Wildbienenhabitate schützen möchte vor Honigbienen und das Eindringen reduzieren möchte, weil ich einen Radius, ein Fernbleiben, eine Bannmeile schaffe von 3 Kilometer Größe, dann passiert das hier. Ich habe also diesen Kreis. Wenn ich jetzt auf viele Gebiete Berlins, die durch Christoph Saure und andere als Wildbienenhabitate ausgewiesen wurde, mal ausweise und die auf die Karte lege und dort die Bannmeilen drum schlage, wieder 3 Kilometer, dann führt das dazu, dass ich nur noch in wenigen Räumen Berlins eigentlich Honigbienen halten dürfte. Ganz spannend, die weißen Flächen, die Sie sehen, ich kann das hier mal dem Cursor zeigen, gibt es hier so eine Fläche in Zentral-Berlin oder hier unten Tempelhof, Treptow und Köpenick, oder kleine Bereiche hier, Steglitz, Zehlendorf, das sind Bereiche, die also noch von Honigbienenhaltern genutzt werden dürften vor dem Hintergrund dieser Strategie des Schutzes von Wildbienen in Wildbienenhabitaten in Berlin. Der letzte Punkt ist weiterführendes Element. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und wollte Ihnen kurz was zusammenstellen, damit Sie noch was nachspüren können, noch nachlesen können. Wildbienen.de ist eine klasse Webseite. Info, Wildbienen-Info, Wildbienen.de, Wildbienenwelt.de, Verzeihung, sind Seiten, die sehr gehaltvoll sind, die sehr gute Informationen tragen zu Pflanzen und Arten, zur Lebensweise. Und natürlich darf unsere eigene Webseite nicht fehlen, der Stiftung deutschland-sumpt.de mit vielen Tipps und Hintergrundinformationen. Wenn Sie mal einzelne Artenbeschreibungen haben wollen, gehen Sie auf Wildbienen, also deutschland-sumpt.de, Wildbienen. Und da haben wir sehr schöne Darstellungen, Steckbriefe geschrieben zu den Wildbienen des Monats. Jedes Jahr weisen wir 9 Wildbienen aus, die in den Monaten anzutreffen sind. März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Und diese 9 Wildbienen haben immer einen Steckbrief, sehr schön. Bilder können Sie auch bekommen, bei Flickr zum Beispiel oder beim Naturbildarchiv Günther. Roland Günther hat fantastische Wildbienen fotografiert und hat fantastische Fotos gemacht von Wildbienen. Und da können Sie auch Bilder erwerben. Ja, am Ende bleibt mir noch so viel, als nochmal in einem Bienengalopp zusammenzufassen, was wir an wichtigen Eckpunkten rausgefunden haben, was ich Ihnen darstellen wollte, was die Bedeutung von Wildbienen ausmacht. Wildbienen sind artenreich. Wildbienen sind in ihrer Form, Farbe, Größe und Gestalt, aber auch Verhalten vor allen Dingen einzigartig. 585 unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Formen, Farben, Größen. Wildbienen sind zu einem Drittel Nahrungsspezialisten. Wildbienen sind angewiesen auf Lebensräume, die ihnen sowohl Futter, Pollennektar, als auch Baumaterialien und Nistorte liefern. Wir brauchen immer 3 Dinge. Ort, Futter, Nahrungsmittel und Nistmaterial. Und ich glaube, ich konnte Ihnen mit diesen Fotos einen kleinen Eindruck vermitteln, wie verschiedenartig Wildbienen sind, und würde mich freuen, in den nächsten Prozess zu gehen mit Ihnen, nämlich mit Ihnen zu diskutieren. Fragen Sie mich, was Sie immer schon wissen wollten, so Wildbienen, rufen Sie an, nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Dazu mag Ihnen vielleicht die Rufnummer dienen, aber auch gerne meine E-Mail-Adresse. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen und auch Kritik natürlich. Herzlichen Dank.